Die Kellermaus von Heinz Erhard. Es wollte eine kleine Maus im Keller wohnhaft hoch hinaus, und eines Nachts auf leisen Hufen erklomm sie achtundneunzig Stufen und landete mit Weh und Ach ganz oben dicht unter dem Dach. Dort wartete bereits auf sie die Katze. Namens Dormi. Kaum daß das Mäuslein nicht mehr lebte, geschah's, daß eine Fledermaus ein paarmal um die Katze schwebte, zur Luke flog und dann hinaus. Da faltete die Katz die Dreiste die Pfoten und sprach: Ist das süß! Da fliegt die Maus, die ich verspeiste! Als Engelein ins Paradies.